Freunde und herzlich willkommen zur 7. Etappe der Vuelta a España, die ich ja jetzt diesmal nicht live nebenbei spiele, so wie ich das bei der Tour de France gemacht habe. Aber ich habe hier eine sehr interessante Etappe mir rausgesucht. Eben die 7. mit einem wirklich spannenden Profil, etwas, das ich so bisher selten bis gar nicht gesehen habe. Und deswegen richtig Bock habe, mal mich an dieses Profil heranzuwagen. Ich habe mir Quickstep ausgesucht, wahrscheinlich die Mannschaft, die auf so einem Profil einfach auch am stärksten fahren kann. Ich denke, in echt hat vielleicht sogar Remco Evenepoel ein bisschen mehr Chancen als Julian Alaphilippe. Wir werden hier aber wegen der Stats, mit denen wir arbeiten, halt eher für Julian Alaphilippe gehen und mit ihm versuchen, wahrscheinlich die Etappe zu gewinnen. Ich habe richtig Bock und wir springen direkt rein. Julian Alaphilippe im Trikot des amtierenden Weltmeisters geht hier an den Start und hat heute eine Plus-1er Tagesform und auch ziemlich gute Werte, muss man sagen. Also definitiv jemand, mit dem ich heute um diesen Etappensieg mitkämpfen kann. Remco Evenepoel auch eine Plus-1, aber seine Werte haben sich nicht so doll verbessert. Wie gesagt, ich würde ihm in echt wahrscheinlich auch gute Chancen zurechnen. Wie er sich jetzt tatsächlich bei der Vuelta schlagen wird, weiß ich noch nicht. Ich nehme dieses Video ein bisschen früher auf. Hat aber ja natürlich jetzt auch in dieser Saison schon echt klasse Ergebnisse geleistet. Also werden wir mal sehen müssen, wie das Ganze läuft. Aber ja, ich werde heute wahrscheinlich alles für Alaphilippe in die Waagschale werfen. Und der Quick-Step-Zug wird angeführt von Van Wilder und arbeitet sich jetzt hier langsam diesen Berg hoch. Vorne sind noch drei Ausreißer mit 1 Minute 20 etwa Abstand. Beispielsweise Donovan dabei. Aber die werden wahrscheinlich jetzt schon bald eingeholt. Ich versuche jetzt hier halt ein bisschen aufs Gas zu drücken. Auf jeden Fall die ganzen Sprinter und so auszusortieren. Dass halt Alaphilippe dann schlussendlich ein bisschen mehr Chancen hat, sich gegen eher Bergfahrer durchzusetzen. Remco Evenepoel greift an, versucht sich hier jetzt über diesen Berg hinüber abzusetzen, nachdem wir Tempo gemacht haben. Remco Evenepoel hat ungefähr eine Minute Abstand schon mal rausgeholt, aber es wird ihm richtig gut hinterhergejagt. Die Mannschaften da hinten sind noch sehr stark vertreten. Das Hauptfeld ist auch noch 106 Fahrer groß oder 104. Halt auch noch deutlich größer, als ich es irgendwie jetzt jemals erwartet hätte nach diesem Berg. Nun wird Remco Evenepoel wieder eingeholt von dem doch ziemlich starken Hauptfeld. Es wird also auf jeden Fall eine Herausforderung für Julian Alaphilippe, da noch später den Sprint zu gewinnen. Weil wir wahrscheinlich noch sehr starke Sprinter mit dabei haben sollten. Vielleicht finde ich da ja gerade jemanden. So viele Fahrer habe ich doch nicht gefunden, aber ein Mats Pedersen ist beispielsweise noch in der Gruppe und der hat natürlich gegen einen Julian Alaphilippe sehr, sehr starke Chancen in einem Sprint. Insofern wird es weiterhin spannend werden. Und ich habe mich jetzt entschlossen, nochmal ein bisschen das Tempo anzuziehen, nochmal ein bisschen Druck auszuüben, noch. Ja, ich glaube 18, 19 Kilometer vor Ziel habe ich angefangen mit Van Wilder und das können wir selbst machen. Versuche hier nochmal ein bisschen einfach die anderen Teams unter Druck zu setzen. Das Problem, was ich abgesehen davon habe, dass Alaphilippe sich gegen richtige Sprinter hier kaum durchsetzen kann, dass er auch keinen richtigen Anfahrer hat. Devenance hat hier noch den besten Sprintwert ansonsten, ist aber auch schon einigermaßen angeschlagen von der Energie her. Deswegen wird das auf jeden Fall auch noch eine sehr spannende Geschichte und ich muss hier ein bisschen mehr Tempo schon mal machen. Demarchi versucht anzugreifen, aber ich hänge mich da mit Evenepoel einfach hinten rein. Das sollte gar kein Problem werden. Und ich werde weiter nochmal ein bisschen auf die Tube drücken, weil das Ziel ist gar nicht mehr so weit. Und unsere Energie sieht auf jeden Fall ziemlich gut aus. Fausto Masnada beginnt vorne Tempo aufzubauen und Remy Cavagna kann kaum sein Hinterrad halten, was ein bisschen unpraktisch ist. Kann aber jetzt langsam hier mal vorbeiziehen. Hier wird es nämlich relativ kurvig und deswegen kann ich hier schon relativ früh gehen und jetzt glaube ich, probiere es mit Alaphilippe 900 Meter. Aber es sieht relativ, ja, aber es sieht eben nicht kurvig aus, aber dafür leicht abschüssig.
Ja, wobei, ja, das ist noch ein kleiner Hügel, den kann man kaum sehen. Hier geht es nochmal ganz kleines Tick wohl hoch laut Profil und dann wieder runter. Also für mich sieht es eher nach unten aus als nach oben, wenn ich das jetzt von hier aus betrachte. Deswegen sage ich jetzt bei 900 Metern Alaphilippe, ich versuch's, ich gebe mein Bestes. Wen haben wir hier noch? Almeida. Oh, not bad, könnte was werden. Roglic versucht Uran, weil Verdo Kissen doch nicht die Sprinter dabei. Impel, der hat selber noch Tempo gemacht vorhin. Even Hater wäre eigentlich jetzt ein sehr guter Kandidat, muss ich ehrlich sagen. Der könnte mich vielleicht sogar schlagen von hier hinten raus, selbst aus der Position. Higuaita, Wutzka, passt. Hier ist Pedersen an seinem Hinterrad. Also Pedersen hat auch noch eine Chance, so ist es nicht, ne? Ich würde sagen, Alaphilippe, let's go. Oh mein Gott. Aber er gewinnt's. Julian Alaphilippe. Wow. Sehr, 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 sehr starke Vorstellung gegen Mats Pedersen, den ich wirklich vorher noch genannt habe. Dann vor Richard Carapaz, Primoz Roglic und Ethan Waiters auf dem 7. Mike Kernison auf dem 9. Das ist ja auch ein Sprinter. Ansonsten aber tatsächlich eher wirklich auch die Bergfahrer, die es überhaupt versucht haben. Bei Werder auf dem starken 6. Platz. Vielleicht auch ein echt. Könnte es eine Etappe sein. Weiß ich nicht, ob er da noch so in der Lage ist, aber es wäre auf jeden Fall in seiner Prime definitiv eine Etappe für ihn gewesen, möchte ich jetzt gerne behaupten. Ja, sehr, sehr nice Vorstellung von Julian Alaphilippe, hat super funktioniert. Remco Evenepoel hat auch versucht, das Rennen ein bisschen zu gestalten für sich, aber ja, konnte es leider nicht so ganz schaffen, ist da mit der Attacke nicht wirklich davongelassen worden, aber ich meine, klar, der Berg hat halt eben nicht so viel Opfer gekostet. Wird in echt vermutlich auch eigentlich ablaufen. Aber ich finde es wirklich sehr, sehr schwierig überhaupt einzuschätzen. Deswegen interessiert mich diese Top auch sehr. Deswegen habe ich sie jetzt auch hier erstmal gespielt. Bin dann auch gespannt. Weiß gar nicht, ob ich die Top eben live gucken kann oder sie mir dann im Nachhinein geben muss. Aber ja, das Profil ist auf jeden Fall ziemlich cool, ziemlich besonders. Und wir holen uns den Sieg mit Julian Alaphilippe, gehen nochmal eben schnell in die Siegerehrung rein. Hier auf dem Vuelta 22 Podium. Holen uns damit natürlich auch die Gesamtwertung, ist ja klar, weil ich ja die anderen Etappen hier nicht gespielt habe. Die Bergwertung muss ich Remco Evenepoel, auch geil. Dann holen wir uns natürlich auch die Punktewertung und jetzt kommt. Ach nee, das Remco Evenepoel auf dem 7. Da habe ich mir natürlich nicht so viel Sorgen drum gemacht. Ilan Verwöhler auch auf dem 8. Ja, wie gesagt, Ethan Hater könnte auch gut funktionieren, maybe. Ja, Teamwertung holen wir uns auch. Nur die Nachwuchsfahrerwertung nicht. Gerade mit Evenepoel ein bisschen schade. Hätte man vielleicht auch noch versuchen können. aber ansonsten ja wirklich eine nahezu perfekte Etappe für uns und für Quickstep. Ja. Ich bedanke mich herzlich fürs Zusehen. Wenn ihr es noch nicht getan habt, dann schaut auf jeden Fall auch in meine Karriere rein, die ich momentan mit Trinity Racing spiele. Ich versuche es gerade, ja, so eine Folge die Woche irgendwie ungefähr hochzuladen. Ist ein bisschen schwierig. Ich habe gerade einiges so im Kopf. Ich bin jetzt auch eben eine Woche weg. Also jetzt gerade, wenn ihr das Video seht, bin ich wahrscheinlich weg. Ja, da müsste ich weg sein. So, das heißt, ich produziere da ein bisschen vor. Ja, aber wie gesagt, Trinity Racing Karriere, ziemlich nice Sache. Schaltet da auf jeden Fall rein. Und wir sehen uns in einem der nächsten Videos wieder. Bis dahin, macht's gut und bye bye.